So, meine Lieben, da sind wir wieder. Ihr seht, ich habe an meinem Hintergrund nichts getan. Ich habe am Ton nichts getan, an der Kamera nicht. Ich weiß nicht, warum das so blurry ist. Könnt ihr mich gut hören? Ich bräuchte mal ein Feedback. Kann man gut hören? Vorschläge, hallo. Gut. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Ja, gut hörbar. Super, danke. Großartig. Ich wollte mich nochmal bedanken für den Zuspruch, den ich hatte seit letzter Woche. Es war erstaunlich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so Wellen schlägt. Irgendwie sind ja doch einige Leute, die da irgendwie Interesse haben. Freue ich mich total drüber. Ich wollte kurz heute sagen, was heute passiert. Ich wollte kurz wiederholen, worüber wir letzte Woche darüber gesprochen haben. Dann wollte ich ein paar Bücher vorstellen, so als Hilfe zur Selbsthilfe. Damit man irgendwie so irgendwas an der Hand hat. Es gibt einfach so wahnsinnig viel Literatur und Informationen. Man wird damit zugekippt, weil es ja doch ein bisschen populär geworden ist mit der Imkerei, die aber durchweg nicht alle gleich gut sind. So, schöner Hintergrund. Ja, es ist ein schöner Hintergrund. Es ist derselbe Hintergrund wie letzte Woche. Das ist quasi unser Badevorhang. Also, ist natürlich nicht, aber ich weiß Bescheid. Da wollte ich so ein bisschen gucken, dass man so nicht zu viel und nicht zu wenig hat, sondern ich habe mal so vier Bücher mitgebracht oder wollte ich mal in die Kamera halten, mit denen man schon arbeiten kann. Da ist, ja, da kommen wir dann zu. Danach wollte ich mal so ein paar Takte sagen, wenn man sich vorgenommen hat, mit der Imkerei anzufangen. Ich weiß ja nicht, ob alle von euch irgendwie schon Bienen haben. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man damit anfangen kann. Gibt es auch verschiedene günstige Jahreszeiten zu und man braucht da ein bisschen Vorlauf zu vielleicht, aber wenn man Lust hat, damit anzufangen, dann ist es immer schön. Also ich bin so ein Typ, ich will das dann haben, machen, sofort und dann mache ich auch irgendwas. Und das ist bei Bienen halt so ein bisschen schwierig manchmal, weil da so ein paar Fallstricke sind, wo man sich vielleicht so mal vorher drüber Gedanken machen kann, aber nicht so wahnsinnig viel zuhört. So, was haben wir letzte Woche gesagt oder bei dem Erklärbär-Test haben wir gesagt, dass es drei Sachen gibt, die jetzt super wichtig sind in den Völkern. Das eine ist, dass sie genug Futter haben, weil Völker jetzt verhungern, die verhungern nicht im Dezember, die verhungern jetzt. Ich habe heute im Imkermarkt, da im Imkerforum, Louis hatte Fotos gezeigt von jemand, der aufsatzreife Völker verkauft, die quasi völlig aus dem letzten Loch pfeifen, weil die einfach kein Futter mehr haben. Und ich glaube, wenn man das nicht weiß, worauf man da achtet, dass einem das schneller passiert, als man Piep sagen kann, weil das sind halt nicht so kleine Schwächlinge, wo man denkt, die müssten ein bisschen gehätschelt werden, sondern das sind die großen, krassen Völker, die jetzt kaputt gehen, weil die jetzt Pollen bekommen haben, reichlich. Die gehen jetzt so richtig satt in Brut und es gibt Bienenrassen, die hören einfach nicht auf damit. Auch wenn sie kein Futter mehr haben, weil die glauben, hoffen, wie auch immer, dass jetzt reichlich kommt. Und wenn dann nochmal eine Kältephase kommt von 1-2 Wochen, dann gucken die nachher alle mit dem Popo aus der Wabe raus und sind verhungert. Es geht sehr, sehr fix. Da würde ich euch bitten, wenn ihr an den Bienen seid, lupft mal den Deckel und guckt mal so ein bisschen durch die Folie, wenn ihr Folie habt, oder sonst macht doch den Deckel mal auf. Und wenn ihr an den Oberträgern, wenn ihr oben reinguckt, ihr müsst da gar nicht viel machen, ihr könnt die mal so anheben mit der Hand die Kiste, dann wisst ihr schon ungefähr, was passiert. Und wenn ihr an den Oberträgern oben seht, die ziehen ja oben am Rand in der Regel die Waben ein bisschen weiter aus, dann seht ihr, da ist noch verdeckeltes Futter und es ist noch schön schwer, dann macht ihr die Kiste zu, sagt super und dann ist gut. So. Wenn die Kiste bleischwer ist, dann ist auch sinnvoll, mal zu gucken, ob sie genug Platz haben. Sprich, die Königin muss ja irgendwo legen können. Wichtig, wenn da alles voll mit Futter geknallt ist, kann sie nicht legen, dann braucht die Platz. Dann braucht die irgendeine Leerwabe, weil richtig bauen tun die jetzt noch nicht. Also sie fangen jetzt an zu bauen. Bevor gar nichts ist, hängt da eine Mittelwand ans Brutnest. Bitte nie ins Brutnest, ans Brutnest. Schöner wäre aber irgendwie eine Randwabe, wo schon sehr viel Futter raus ist. Meistens ist außen am Volk. Die sind ja zuerst leergetragen in der Regel. Dann wäre es schön, so eine dann direkt ans Brutnest zu hängen, auch nicht ins Brutnest, ans Brutnest und dann hat die wieder Platz, um Eier zu legen. Auch wenn das ein bisschen, wenn da jetzt, weil es eine Randfarbe war, ein bisschen schimmelig dran ist, ist egal, die Bienen putzen das sauber.
Die brauchen Platz, ist besser als schön. Benutzt euer Desinfektionsmittel für euch selber. Bienen und Sagrotan passt nicht zusammen. Die machen das selber sauber. So. Das waren die zwei Sachen. Das dritte war, Weisel richtig sollten sie sein. Das heißt, da muss eine Königin drin sein, die legt. Es gibt Völker, die sehr spät starten. Vielleicht haben die noch nicht gelegt, aber jetzt mittlerweile sollten sie doch bitte in Brut sein. Das heißt, wenn man im Brutnest zwei Waben auseinanderschiebt, das ist das Schöne, wenn man jetzt irgendwie mit Großwaben arbeitet und im Sheet, dann muss man da nicht keine Waben ziehen, was immer auch gerne mal mit so ein paar gerollten Bienen einhergeht. Und wenn die gerollten Bienen eine dicke mit einem Punkt drauf ist oder so, dann habt ihr Pech. Deswegen ist es schön, wenn man außen eine Wabe wegnehmen kann und dann die Waben ein bisschen auseinanderzieht. Dann kann man da schon reingucken und dann sieht man, guck mal, das Brut, verdeckelte Brut, glatte, verdeckelte Brut, alles super, braucht man nicht weiter gucken. Schwarmzellen muss man echt noch nicht suchen, man muss auch echt die Völker nicht durchgucken jetzt um die Jahreszeit, ist alles unnötig. Schön wieder zusammenschieben, sich freuen, das war's. So, dann habe ich gesagt, Wasser wäre wichtig und zwar nicht irgendwie in die Kiste kippen, habe ich heute im Imkerforum irgendwie gelesen, dass einer irgendwie auf die Oberträger Wasser tut und sowas. Das sind alles so Sachen. Bienen sind sehr zäh und normalerweise halten Bienen sowas aus, aber man muss es nicht übertreiben, macht man nicht. Deswegen, so, was steht hier? Würdest du bei knappen Futterreserven jetzt Futterteig auflegen? Auf jeden Fall, ganz sicher, klar, natürlich. Futterteig ist auch jetzt das Mittel der Wahl. Und zwar am besten so entweder diese flachen Beutel, die finde ich persönlich, finde die am besten, da sind immer 200 Kilo drin, da schneidet man auf der einen flachen Seite schneidet man ein Loch rein von, was weiß ich, 5 oder 10 mal 10 cm Durchmesser, je nach Vollgröße. Und dann auf die Oberträger gelegt, übers Brutnest und gut ist. Flüssigfutter geht auch, aber wenn du jetzt eine Futtertasche hast zum Beispiel und die ist irgendwo in der Kiste, das tut nicht so richtig, macht keinen Sinn, weil da kommen die Bienen nicht hin. Wenn es richtig kalt ist, dann sitzen die eng an der Brut und dann brauchen die irgendwie direkt an der Brutfutter. Wenn du jetzt über Kopf füttern kannst und da ist der Pinöpel, wo die, oder der Schacht, wo die, der Dom, wo die reingehen können, ist da, wo das Brutnest ist, super. Aber die machen jetzt keine Wanderung ins nächste Dorf, um da Futter zu kaufen. Die müssen das direkt vor der Tür haben. So, das ist wichtig. Dann ist Flüssigfutter natürlich auch gut. Spricht gar nichts gegen. Vor allen Dingen, wenn das in einem Überkopffutter, in einem Futtergeschirr ist, wo die das ein bisschen wärmen können. Ich persönlich bin ein großer Fan von den Futterteig-Dingern, weil die können das in Ruhe wegnehmen. Bifalke schreibt, Flüssigfutter mit 3 Liter Ziploc-Beutel geht auch. Klar, kannst du machen. Oben auf die Oberträger legen, oben anpicken mit 3-4 kleinen Löchern oder ein paar mehr und dann machen die das leer. Ich finde den Teig besser, weil es gibt keine Sauerei, da geht auch nichts aus Versehen auf. Das Kondenswasser von der Brutwärme, das ist genug Wasser, der dann quasi in den Teig zieht, an der Stelle den so weich macht, dass die Bienen den wegfressen können. Die brauchen kein Wasser holen, extra zusätzlich, wie wenn der Futterteig irgendwie im Boden läge oder so. Das ist eine gute Geschichte. Aber guck drauf, dass sie nicht verhungern. Also es ist irgendwie, das finde ich so mit, das Allerschlimmste, wenn Bienenvölker im Anfang April verhungern, weil es ist jetzt alles, geht jetzt so, wird schön, ja, es wird Frühling, alle Bäume sind irgendwie, es treibt alles aus und man will richtig loslegen und dann macht man die Kiste auf und die sind tot und die hatten wirklich alles, außer halt die entsprechenden paar hundert Gramm Futter nicht. Die brauchen jetzt richtig viel, also die brauchen ein Kilo die Woche oder so, aber die brauchen dann zusätzlich auch noch über Kopf so ein bisschen, die brauchen noch eine Reserve, so Futter. So, Wasser hatten wir, dass irgendwie eine Tränke in der Nähe ist, wenn keine Tränke in der Nähe ist. Also da müsste eine bauen oder irgendwas machen. Wenn natürlich nebenan der Gartenteich vom Nachbarn mit so Moos am Rand, wo dann die Bienen alle reingehen können, super. Bei euch im Garten ist noch besser, aber die Bienen gehen nicht bei euch im Garten an den Teich. Wenn der Nachbar auch einen Teich hat und der Nachbar Bienen doof findet, gehen die immer dahin. Das machen Bienen so. Da lohnt sich auch nicht, mit denen zu diskutieren. Die sind einfach so gestrickt. Ich sehe mich in der Kamera gerade so richtig blurry. Ist das bei euch auch so? Weil ich habe nichts anders gemacht als letzte Woche und mich irritiert es ein bisschen, mich stört es jetzt nicht so, aber tut mir leid. Ich habe halt nur die Kamera, die hier in diesem Notebook dran ist. So, Bücher. Ich habe 4 Bücher mit, die euch
am Anfang begleiten können. Die haben mir alle persönlich geholfen. Die finde ich gut. Es ist alles alter Tobak. Es ist nichts Modernes. Ach doch, ein Buch ist modern, das vierte ist modern. Die drei anderen sind wirklich alt und gut abgehangen, sind aber erreichbar. Also ich habe jetzt nicht Bretschko oder so, die Kamera halte ich nicht, weil ist auch super, aber kriegt er halt nicht. Macht keinen Sinn. Ich habe auch nichts Neues dabei, außer ein Buch über Großwaben, weil die neuen Sachen, die schreiben, im Prinzip schreiben die von den alten Sachen ab. Und dann würde ich lieber, finde ich dann irgendwie besser, aufs Original zu gehen, weil die Leute, die das Original geschrieben haben, die haben sich wirklich was dabei gedacht. Und die kann man gut vorstellen. So, erstes Buch. Pfefferle, unser Imkern mit dem Magazin. Finde ich ein ausgesprochen gutes Buch, weil es sehr von der Biene herkommt. Da ist im Prinzip alles drin, was ihr braucht. So, theoretisch. Da geht es ums Imkern durch die Jahreszeiten. Da gibt es Königinzucht. Da wird über Überwinterung, wird im Prinzip, geht auf alles ein, auch auf die Kiste, sehr ausführlich auf die Kiste. In dem Fall ist es jetzt Zander, zweiräumig. Das kann man sich angucken, da wird man nicht dümmer von. Und ganz ehrlich, ich bin der Meinung, wenn man anfängt zu imkern, dann muss man sich irgendein System suchen und die haben alle ihre Berechtigung. Ob das jetzt Dadant ist, ob das Zander ist, ob das Deutsch Normal ist, die haben alle ihre Berechtigung. Und da kann man immer mit Imkern lernen. Wenn man dann irgendwann mal so seine ersten Schritte macht und die Bienen überleben das immer, das ist ein guter Indikator. Also es gibt viele Leute, die sind super Imker, aber die müssen sich im Frühjahr halt neue Bienen kaufen. Oder die haben nie Honig oder solche Sachen. Das ist dann irgendwie ein Indiz dafür, dass dann doch nicht so schick läuft. Wenn im Frühjahr die Bienen noch leben, und zwar regelmäßig, nicht einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal, und die leben immer noch und es werden mehr Bienen und man erntet Honig und man ist so ein bisschen zufrieden mit der ganzen Geschichte und unzufrieden mit den Kisten, dann macht es total Sinn, sich über andere Betriebsweisen Gedanken zu machen. Vorher nicht, weil auch diese ganzen Geschichten, ob ich jetzt mit Varee starte oder mit der Bienenkiste oder sonst wie, ich brauche, am Anfang ist, wenn du so eine Bienenkiste dahinstellst, ist eine Blackbox. Da fliegen Bienen rein, raus und die machen irgendwelche Sachen und das ist völlig undurchsichtig, was die da machen. Und die tricksen einen immer aus. Dann kommt so eine Phase, wo man die Bienen ganz schnell begreift und dann ist es plötzlich total simpel und man fragt sich, was haben die eigentlich alle? Das ist ja eigentlich doch relativ einfach. Und dann merkt man, dass das auch Bullshit war, weil die Bienen einen dann doch wieder austricksen. Und das ist das Schöne an Bienen. Man hat so verschiedene Komplexitätslevel und das wird immer besser. Also es ist nicht so, dass man, also ich bin schnell gelangweilt von Sachen. Wenn ich irgendwas so mache und das ist irgendwie, und ich kann das richtig gut, habe ich da keinen Bock mehr drauf. Es gibt Leute, die sind so gestrickt. Bei Bienen ist das nicht so, weil die Bienen immer einen in der Hinterhand haben. Die können euch, also auch mich, die tricksen mich aus oder die machen Dinge, wo ich dann denke, boah, ist das klasse. Und die habe ich 5-mal gesehen, die Sachen, aber nicht verstanden. Und beim 6. Mal, boah, guck mal. Und dann so. Und dafür ist es gut, wenn man die Grundlagen hat. Grundlagen. Pfefferle. Unser Imkern mit dem Magazin. Kann ich wirklich empfehlen. Gutes Buch. So, lege ich jetzt hier hinten hin. Ich lege es dahin. Dann habe ich den von mir sehr verehrten Karl Weiß, den Wochenendimker. Auch Zander. Vorne auf dem Titelbild bei mir ist noch Kippkontrolle drauf. Ich glaube, das ist bei der neuen Auflage nicht mehr so, hat Ludger gesagt. Auch ein sehr gutes Buch. Im Prinzip ähnlich. Auch ist es deutlich kleiner vom Umfang her. Sind auch ein paar Bilder drin. Ist im Prinzip das gleiche Spiel. So Imkern durch die Jahreszeit. Wie man mit den Bienen, was man mit den Bienen machen muss. Wie man Bienen vermehrt. Wie man Bienen am Schwärmen hindert und so weiter und so fort. Quasi das ganze Programm. Was der Karl Weiß hat, der hat so eine Idee oder eine, der beschreibt so eine Methode der Königinnenvermehrung im Honigraum. Und das ist quasi das, wo Pia Aumeier hätte mal aufpassen können, dann hätte sie auch vernünftige Ableger, aber die hat halt diese Einwabengeschichte. Und der Karl Weiß, der hat halt noch die Geschichte, wie man zu diesen Einwabenablegern, das kann man ja machen,
wie man da richtig gute Königin sieht, aber für Leute mit wenig Völkern. Ich glaube, bei der neuen Aumeier-Methode oder bei der Liebig-Methode, da ist jetzt schon mit Sammelbrutablegern. Ehrlich gesagt, es ist nicht mein Fachgebiet, ich kenne mich da nicht wirklich aus. Wie der Stand ist, was gerade modern ist. Bei Karl Weiß ist das nicht so. Der geht davon aus, dass man wenig Bienenvölker hat und der arbeitet mit einer Art provozierten stillen Umweiselung. Das heißt, der macht Königin, wenige Königinnen im Honigraum. Das kann ein Imker machen mit einem Volk. So, der kann sich da im Honigraum mit ein bisschen Glück, kann er sich da 2, 3 gute Königinnen ziehen und die sind von der Aufzucht und von allem sind die top. Genetik ist außen vor, da kriegst du genau das raus, was du vorne reinsteckst. Aber die Art und Weise, wie man das macht, muss ich sagen, ist so für kleine Imker, die wenig Völker haben, ausgesprochen gut. Die sind nicht schlechter als jetzt irgendwie ein Sammelbrutableger oder so ein Adamstachter. Nur man hat halt wenig. Aber für mich persönlich als kleinen Imker, da brauche ich auch keine Serie mit 35, 40, 70 für Königinnen auf einen Schlag, sondern da hätte ich gerne 3 Stück oder 4 Stück, die aber richtig gut sind. Das ist hier alles, wenn wir in den Mai kommen, erzähle ich da mal ein bisschen was drüber. Aber bis dahin kann man sich ja schon mal einlesen, wäre hier Karl Weiß. Das nächste Buch ist von meinem geschätzten Karl Weiß, wenig überraschend auch. Allerdings mit dem Herold zusammen, die neue Imkerschule. Das ist ein ähnliches Buch, steht auch wieder alles drin, ist auch alles zusammen drin, ist noch ein bisschen Historie mit dabei. Finde ich ein sehr überschaubares Buch, also sehr gut gegliedert. Und da ist auch noch so anderer Kram drin, wie Honigernte und wie die Honigbearbeitung so ein bisschen. Das ist alles nicht so richtig in die Tiefe gehend. Aber ganz ehrlich, am Anfang braucht kein Mensch in die Tiefe gehend. Da möchte man irgendwie da irgendwie einen Fuß dran kriegen, den Sack irgendwie so zuschnüren, dass man damit klar und dass man arbeiten kann. Und das ist ein ganz großes Verdienst hier Herold und Karl Weiß. Kann ich wirklich empfehlen. Es sind gute Bücher, gibt es. Und wenn man zum Beispiel hier Liebig einfach imkern und so, der hat auch nur, also die neuen Bücher sind alle irgendwie zusammengefasst, was die hier und Bretschko und Zander geschrieben haben. Und man kann das verschlimmbessern auch. Und hier, das sind die Originalquellen. Und wenn man imkern lernen will, sind das gute Bücher. So, ich habe das Liebig-Buch nicht, ich habe es nie gehabt, ich habe da mal reingeguckt, gibt mir nichts. Egal. Ist ein gutes Buch, weil es einfache Wahrheiten hat. Finde ich nicht schlecht. Einfache Wahrheiten am Anfang. Ich glaube, wenn man Anfänger ist und man ist so ein bisschen im Schwimmen, dann wünscht man sich klare, einfache Linie und irgendwie einen Bestimmer, der einem sagt, so und so wird es gemacht. Das ist der große Vorzug von Liebig. Kann er gut, Bestimmer, und er erklärt, so und so wird es gemacht. Was da? Und dann macht man das so. Und ich glaube, wenn man sich wirklich an seine Regelsätze hilft, funktioniert das. Glaube ich, durchaus. Wenn man es ein bisschen weniger Basta mag und auch, dann sind die anderen Bücher vielleicht auch gut oder besser, wie auch immer. Ich weiß es nicht, das sind meine Empfehlungen. So, alle Bücher Zander, alle Bücher zweiräumig. Finde ich nicht mehr so absolut aktuell, aber zum Anfang, zum Lernen und kompatibel mit dem, was im Verein gemacht wird, ist das, glaube ich, perfekt. Was diese 3 Bücher alle noch miteinander gemeinsam haben, ist, die haben echt Sinn hinter der Varroa. Also die Varroa war ganz klar, zu dem Zeitpunkt, wo die Bücher ihre Blütezeit hatten, war die Varroa einfach noch nicht aktuell. Also die war schon da und man hat sich da Gedanken drum gemacht, aber man hat dann so mit Abbrennstreifen und was auch immer hat man die versucht in den Griff zu kriegen. Moderne Varroa-Bekämpfung steht in diesen Büchern nicht drin. Also ich glaube, in der neuen Imkerschule gibt es schon Ameisensäureverdampfung als Schwammtuch oder so Sachen. Also steht da schon drin. Aber modernes Varroa-Konzept ist da nicht drin. Aber Imkerei ist auch nicht nur Varroa. So. Und das Varroa-Konzept, ein gutes Varroa-Konzept, da werde ich hier ein paar vorstellen, wie man. Die sind vielleicht nicht alle super schön,
aber die funktionieren alle. Also nicht hundertprozentig, muss man schon auch zur richtigen Zeit alles machen. Aber da kriegt man die Völker schon eigentlich mit durchs Jahr. Das ist übrigens auch noch so ein Ding, wenn irgendjemand, guter Punkt, wenn jemand der Meinung ist, Sachen sagt bei ihm, wie das hundertprozentig funktioniert. Also Königin zusetzen, Barua-Behandlung, Ablegerbildung, was auch immer. Wenn jemand sagt, so wird das gemacht und das funktioniert hundertprozentig, dann immer freundlich nicken. Man kann sich das auch anhören, aber man kann eigentlich auch rausgehen, weil so sind die Bienen nicht. Also, sag ich jetzt so, aber geschenkt. Ich habe noch ein weiteres Buch, das fällt jetzt ein bisschen raus, weil das ist schon modern. Das ist vom von mir sehr geschätzten Rainer Schwarz, das Imkern mit Dadant und Mini Plus. Ich halte es mal hier in die Kamera. Das hat er im Eigenverlag gemacht. Es ist echt überschaubar von der Dicke, ja. Da steht auch das ganze Jahr drin, wie man imkert. Allerdings mit Großwaben. So, Großwaben, ich habe ja gesagt, diese Zweiräumig-Zander-Geschichte ist ein bisschen überholt vielleicht, weil sich die Bedingungen doch ein bisschen geändert haben. Die Trachtlagen haben sich geändert, die Jahreszeiten, es ist alles ein bisschen anders geworden, die Biene ist anders geworden. Deswegen, weil auch viele Leute mit dieser Kippkontrolle nicht hinkommen und der Meinung sind, der Meinung sind, dass es moderner wäre, mit zum Beispiel Dadant zu imkern. Zumindest sind die Leute, die mit Dadant imkern, sind in der Regel die lauteren und im Netz mehr vertreteneren. Deswegen sieht das so aus, als würden jetzt alle Leute plötzlich mit Dadant imkern. Dadant ist eine tolle Geschichte, Großwaben. Aber ob das jetzt Dadant ist oder Zadant oder Deutsch Normal 1.5, spielt da nicht so eine meiner Meinung nach nicht so eine Riesenrolle. Aber es ist eine andere Art, damit zu imkern. Und deswegen, das Buch kann ich wirklich empfehlen. Ich weiß, dass es beim Geller lag irgendwie rum und konnte man da mitnehmen. Ansonsten muss man es bestellen. Hinten steht auch irgendwie eine, ich halte das hier mal so hin. Vielleicht kann man das so lesen. Ja, kann man wahrscheinlich. Ansonsten müsst ihr googeln, Rainer Schwarz. Kann ich sehr empfehlen, durchs Jahr. Da ist jetzt auch nochmal eine Geschichte, das ist ein bisschen Dadant, kommt aus der Dadant-Imkerei, aus der Backfassimkerei, ist die Vermehrung in Mini-Plus-System, was eigentlich eine Begattungskiste ist, die aber, sage ich mal, in der Rangordnung zwischen Einwabenableger, also von dieser Einwabenkistchen, EKW, dann kommt Kila und wie die alle heißen, Apidea und wie sie alle heißen. Und dann ist das hier so, und das Mini Plus wäre ein System, wo man auch mit überwintern könnte, würde ich Anfängern jetzt nicht an die Hand geben, braucht kein Mensch. Also braucht man, wenn man auf Belegstellen gehen will und große Serien machen will und Reservekönigin überwintern will und was auch immer. Anfänger sind damit völlig überfordert, weil die Dinger sind, die entwickeln sich genauso schnell wie ein großes Bienenvolk, sind aber viel kleiner und die sind wie so super hysterische Dinger, die fangen dann an zu schwärmen und machen vielerlei Geschichten, die sehr mühsam sind und man muss sie überwintern und im Frühjahr sind da noch keine Königinnen da und die werden aber ganz schnell groß. Und ich habe Mini Plus, ich finde Mini Plus ganz toll, wenn man damit arbeiten kann, aber es ist eine Imkerei in der Imkerei, das würde ich mir hier quasi rausdenken. Ja, ich würde jetzt nur imkern mit Dadant, super Geschichte, Mini Plus auch eine super Geschichte, aber nicht für Anfänger. Eine Empfehlung, könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, ich habe noch ein anderes Buch mit, was aber kein Imkerbuch ist, also zumindest kein Buch, wo man sich um Betriebsweisen oder wo man das ganze Jahr guckt. Und zwar ist das vom Heinrich Storch Am Flugloch. Das Buch ist wirklich, das Buch, ich nenne das jetzt Buch, ja, es ist ein Heftchen, es ist wirklich überschaubar. Meins ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Gibt es aber immer noch, ich habe es jetzt hier, liegt es in der 6. Auflage, ich habe noch ein anderes. Ich habe eins gesagt, gebe ich verlosig, beziehungsweise für den besten Namen für hier den Kanal. Ich brauche noch irgendeinen Titel für diese Erzählstunde, die wir hier machen. Weil Erklärbär, das macht ja der, gibt es schon irgendwie und will ich nicht. Und ihr könnt euch da was aussuchen, ich gebe da die Modalitäten, gebe ich noch bekannt. So, Storch am Flugloch. Da geht es darum, was kann ich von außen sehen? Der Punkt ist der, wenn ich als Anfänger an so ein Bienenvolk gehe und ich gucke da von außen aufs Flugloch, habe ich A, immer Angst, dass ich gestochen werde.
irgendwann gibt sich das und dann gucke ich da drauf und dann sehe ich da irgendwelche Sachen. Ich sehe aber nichts. Ich sehe einfach einen Haufen Bienen, die fliegen rein und manche haben Pollenhöschen, manche haben keine Pollenhöschen, manche sind dick, dünn, das sind Drohnen, wie auch immer. Und man sieht nichts, weil man das nicht weiß, was man sieht. Also ganz viele Sachen, die würde man sehen, wenn man sie wüsste. Und dann erkenne ich die, dann sehe ich die immer. Aber am Anfang ist es so, auch wenn ich auf eine Wabe gucke, dann heißt es, ihr müsst die Völker durchgucken. Und dann ziehe ich eine Wabe und gucke da drauf und habe eine ganze Wabe voller Bienen. Und? Ne, hilft einem nicht. Wenn man nicht weiß, wo man hinguckt, sieht man nichts. Und dafür sind dann Imkerparten zum Beispiel da. Gibt es halt dieses Jahr leider nicht, oder zumindest in der Zeit, wo es knallt, ist das vorbei. Es gibt wahrscheinlich keine Imkerparten. Da muss man sich irgendwie anders helfen. Und was wirklich eine gute Geschichte ist, zum Blick schärfen. Das ist nicht so, dass man mit diesem Buch irgendwie lernt, wie so ein Bienenvolk tickt, aber man lernt, wie so ein Bienenvolk, worauf man achten kann. Man lernt, was man sehen könnte. So, und wenn man das sieht und beim nächsten Mal ans Bienenvolk kommt, dann sieht man diese Sachen. Und man muss die dann trotzdem immer noch, es ist so eine kognitive Eigenleistung, die man da bringen muss, man muss das irgendwie in Verhältnis setzen, was man da sieht, mit dem, was in der Kiste passiert. Und das ist wahnsinnig schwierig. Das ist nicht so, dass man das jetzt irgendwie, das ist ein Prozess. Und da kommt er auch nicht hin von jetzt auf gleich. Und je mehr man weiß, desto mehr sieht man. Aber um überhaupt irgendwas sehen zu können, braucht man halt irgendwie jemand, der einem sagt, guck doch mal da, was fällt dir denn da auf? Warum ist denn diese Biene, die ist ja viel dunkler als die andere, die hat ja gar kein, was hat die wohl? Und so weiter. Und das steht hier alles drin. Ja? Am Flugloch. Das kann nicht teuer sein. Guckt es euch an, es ist echt dünn. Ja? Das bestellt er einfach. Und dann, das hat man irgendwie als Imker zu Hause und dann macht es noch mehr Spaß zuzugucken, wie die so ticken. Finde ich. Klare Empfehlung. So, das waren die Bücher. Der Ludger hat die sich aufgeschrieben und hat die, setzt die auch nochmal in die Kommentare. Falls ihr dann irgendwie nachschlagen wollt oder wie auch immer, könnt ihr in die Kommentare gucken. Auch die anderen Bücher, die sind alle noch erhältlich. Ich habe hier so eine Fliege, die mich immer umfliegt. Ich hoffe, es ist egal. Die sind alle noch zu haben. Und ich hoffe, die helfen euch. Wenn ihr noch andere tolle Buchtipps habt, schreibt sie in die Kommentare und guckt sie euch an. Ich glaube, diese ganzen super modernen Dinger, die jetzt in jeder Verlag hat jetzt irgendein Bienenbuch. Und manche von denen sind bestimmt auch gut. Und ich bin da wirklich nicht auf dem neuesten Stand und es interessiert mich auch nur so halb. Weil die wirklich wichtigen Sachen ändern sich nicht so wirklich. Also die Biene tickt halt immer noch so, wie sie tickt. Und das ist in den vier Büchern eigentlich relativ gut erklärt. Varroa-Management ist da mal außen vor. Moderne Betriebsweisen sind für einen Anfänger völlig unerheblich, sage ich jetzt mal so. Also ich bin sowieso jemand, der Betriebsweisen für überbewertet hält. Ich mache reaktives Imkern. Ich habe natürlich eine Idee, was ich mache. Ich weiß, was ich sehen will und ich habe ein Ergebnis, wo ich hin will. Und dann passe ich das so an, dass es da hinkommt. Und ich versuche das so zu machen, dass es standardisiert für viele Völker funktioniert. Aber an dem Punkt kann man das auch nicht mehr wirklich so richtig toll erklären. Da sind andere Leute besser als ich. Machen wir nicht. Ich kann nur sagen, in den Büchern findet er zumindest auf viele Fragen Antworten. Und ihr wisst dann auch vielleicht, welche Fragen ihr stellen müsst und kommt eher zu einem Punkt, dass ihr da irgendwie euch nicht so allein gelassen fühlt. So, jetzt habe ich hier mir so ein Stichwort. Ich habe es diesmal nicht in der Küche liegen lassen. Ich habe es jetzt hier. Storch am Flugloch. Okay, hatte ich. Alte Sprache, gute Anleitung zu beobachten. Genau. So. Nächster Punkt. Bienen. Wo kriegt man Bienen her? So, viele Leute wollen Bienen haben, haben jetzt über den Winter, haben sich überlegt, sie wollen Bienen haben, haben im Zuge der Corona-Krise auch überlegt, ein bisschen Selbstversorgung wäre ganz schön und man sitzt jetzt zu Hause rum und will gerne Bienen haben. Dann ist der moderne Mensch, funktioniert ja so, der geht dann ins Internet und googelt Bienen haben wollen und kommt dann relativ schnell auf die stößt dann relativ schnell auf die Möglichkeit, Bienen im Frühjahr zu kaufen als Paketbienen. Nennt sich Paketbienen, nennt sich manchmal Kunstschwarm. Gibt da verschiedene Bezeichnungen für.
davon würde ich euch bitten, Abstand zu halten. So. Weil Bienen jetzt als lose Bienen zu kaufen, funktioniert ja nur, wenn man irgendwo Bienen hernimmt, wo die schon deutlich weiter sind als bei uns. In der Regel kommen die aus Italien. Jetzt haben wir in Italien das Problem, dass in einigen Teilen von Italien gab es Ausbrüche von kleinen Beutenkäfern. Ist ein kleiner Käfer mit großer Wirkung, der lebt in Bienenvölkern und ernährt sich von Honig und seine Brut vor allen Dingen ernährt sich von Honig und Pollen und Bienenlarven, ist eingeschleppt nach Italien, gehört da nicht hin, wird über kurz oder lang, kommt er auch zu uns, bin ich von überzeugt, aber je länger das dauert, desto besser. Der vermehrt sich, oder der reist mit Bienenvölkern, der kann auch mit Obst reisen, aber bis jetzt haben wir mit Obst noch nichts, keine Probleme gehabt, aber er reist in Bienenvölkern. Und diese Bienenschwärme, also diese künstlichen Bienenschwärme, die man jetzt kaufen kann, sind von in Italien zum Beispiel produzierte Bienenschwärme. Also man nimmt dann Bienen von vielen Völkern, kippt die zusammen in eine Kiste, so eine Gitterbox, da kommt dann eine Königin dazu, die kann man sich aussuchen nach Bienenrasse und dann kommt das beim Kunden hier an. Da gibt es die Möglichkeit, dass man die bestellt. Es gibt die Möglichkeit, dass man die dann irgendwie an den Routen, an den Transportrouten irgendwie auf so einer zwielichtigen Autobahnraststätte hinten aus dem LKW rausbekommt, wie auch immer. Das sind seriöse Leute, die die Dinger verkaufen. Es sind weniger seriöse Leute, die Dinger verkaufen. Aber die Quellen von den Dingern sind eigentlich ähnlich oft meistens. Und die Zertifikate, die dabei sind, sind oftmals das Papier nicht wert, worauf sie gedruckt sind. So, das ist das eine. Man möchte das nicht. Also das Zeller Bieneninstitut zum Beispiel warnt da auch vor, dass jetzt kein Splin, der von mir kommt, sondern das ist durchaus angesehene Institute warnen vor den Importen von Paketbienen im Frühjahr. Egal, wo man die jetzt kauft. Macht's nicht. Kann nichts. Wir kriegen sowieso Ärger genug. Wir haben uns die Milbe mit hier rein importiert, die Varroa-Milbe importiert. Wir brauchen uns nicht noch den Käfer zu importieren und je länger der hier nicht ist, desto besser. Nichts gegen Kunstschwärme. Kunstschwärme ist eine ganz, ganz fantastische Sache, aber eben nicht jetzt. Kunstschwärme kann man haben so ab Ende Mai, Juni, Juli, August sind Kunstschwärme zu haben vom Imker. Und das ist nämlich der Punkt, man kauft Bienen nicht beim Händler, sondern Bienen kauft man beim Imker. Und ich bin mir sicher, dass die Kollegen im ganzen Land haben Bienen. Und im Mai ist ein super Moment, um damit zu starten, weil die Bienen sind im Überfluss, die haben noch relativ viel Zeit, alles auszubügeln, was ihr denen antut. Am Anfang aus Versehen, weil man es einfach nicht besser weiß, wie auch immer. Und man lernt, sich aneinander zu gewöhnen und miteinander zu machen. Das ist eine gute Geschichte. Alternativ dazu sind Ableger. Kleine Ableger sind super. Also ich würde einem Anfänger niemals, nie empfehlen, mit einem Wirtschaftsvolk im Frühjahr zu starten, weil die kann man jetzt kaufen. Die sind top in der Regel, wenn man die von guten Imker kauft, sind das gute Völker. Die sind relativ klein jetzt, wenn man die Kiste bekommt und die gehen auf wie Schaum. Und dann ist es echt wie der Zauberlehrling. Die explodieren euch um die Ohren. Wenn ihr da nicht jemanden habt, der euch dabei steht und da durchführt das Bienenjahr, habt ihr am Ende des Jahres viel Erfahrung und eventuell gar keine Bienen mehr, weil die geschwärmt sind und nochmal geschwärmt sind und sich dann beim neuen Basteln der Königin hat es nicht geklappt und dann habt ihr so ein riesen Feuerwerk gehabt, aber keine Bienen. Wenn ihr euch jetzt einen kleinen Ableger kauft, also nicht jetzt, sondern im Mai, wenn auch die Schwarmzeit anfängt, wenn Bienen sich vermehren wollen, dann fliegen Drohnen, dann kauft man sich einen Ableger beim Imker seines Vertrauens und der kann zwei Waben stark sein, das ist egal. Der muss mit gesunden Bienen daherkommen. Das ist nämlich auch ein Punkt, gesunde Bienen ist wichtig. Dafür gibt es Gesundheitszeugnisse. Wenn man Bienen innerhalb des Kreises, in dem man wohnt, kauft, braucht man das eigentlich nicht. Ich bin der Meinung, wenn man Bienen verkauft, sollte ein Gesundheitszeugnis Pflicht sein, weil
es nichts Schlimmeres gibt, als dass man mit Bienenvölkern da steht, eine Futterkranzprobe abgibt und der Amtsveterinär sagt, Daumen runter. So. Ist eine ganz, ganz fürchterliche Erfahrung, wünsche ich keinem, wünsche ich aber auch dem Nachbarimker nicht, wo ihr dann hingegangen seid, weil für den hat das eventuell noch krassere Folgen als für euch. Deswegen kauft gesunde Bienen, kauft die beim Imker, nicht beim Händler, egal wie der Händler heißt und ob der eine Imkerschule hat oder sonst was, spielt alles keine Rolle. Händler macht es nicht, kauft beim Imker. Ist auch immer schön, wenn man die Bienen mal sehen kann. Also, weil Papier ist geduldig, Internet ist auch geduldig. Und wenn da Sanftmut dran steht, ich habe schon Bienen gesehen, die sanftmütig waren, da möchte ich wirklich nicht mit imkern. Ich habe die auch alle nur von hinten gesehen, die steckten nämlich alle irgendwie mit dem Stachel zuerst im Pulli. Braucht man nicht. Ich möchte sehen, wie derjenige mit seinen Bienen umgeht. Ich möchte sehen, ob das, man merkt doch, ob das irgendwie klappt oder nicht. So, kauft Bienen beim Imker. Ich, mein Vorschlag, kauft euch, wenn ihr starten wollt, kauft euch einen kleinen Ableger im Frühsommer. Da habt ihr alle Möglichkeit der Welt, damit zu arbeiten, ist super. So, was ist denn mit eingefangenen Schwärmen? Guter Punkt. Eingefangene Schwärme ist, finde ich persönlich, richtig toll. Eingefangene Schwärme finde ich super. Ich finde, eigene Schwärme finde ich nicht so super, außer die eingefangenen. Eingefangene Schwärme finde ich toll. Man kann mit eingefangenen Schwärmen, kann man nämlich Folgendes machen. Man kann die vor dem, bevor es losgeht richtig, kann man die entmilben. Die sind dann einmal komplett entmilbt und starten super sauber in die Saison. Es gibt nichts Schöneres als einen frischen Schwarm auf Anfangsstreifen oder Mittelwänden, der so richtig lebenslustig baut, ein tolles Bienenvolk aufbaut. Man kann sich mit denen anfreunden und am Ende vom Jahr hat man quasi ein richtig tolles Bienenvolk. Bei den kleinen Ablegern, die man kauft, je nachdem, wie die erstellt werden, gibt es ein Zeitfenster zwischen dem Auslaufen der alten Brut und dem Legen von der neuen Königin, wo man auch einmal eine Milbenbehandlung machen kann. Würde ich unbedingt zu raten. Erspart euch viel Ärger und diese Völker kommen auch auf jeden Fall, kommen die irgendwie durch den Sommer und die kommen eigentlich auch immer durch den Winter, egal wie gut man das dann alles so macht. Das erste Jahr geht irgendwie immer, wenn die vernünftig erstellt worden sind. Hier steht, was ist bei eingefangenen Schwärmen in der Nähe eines Faulbrutbezirks? Da streiten sich die Geister. Ich bin der Meinung, wenn man eingefangene Schwärme innerhalb eines oder in der Nähe eines Faulbrutbezirks hat, dann kann man die hungern lassen vorher ein bisschen. Bitte nicht so lange, es geht. Der Zeitpunkt, wo die erste Biene tot runterfällt und der Zeitpunkt, wo alle Bienen tot runterfallen, ist, das sind keine Stunden, das sind, bewegt sich in ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster. Das macht man, damit die Honigblase von den Viechern leer ist. Dann sind die Faulbrutsporen auch erledigt, werden von den Bienen quasi verstoffwechselt, die werden quasi verdaut. Und man hat nicht mehr das Problem, dass die auf neuem Wabenwerk, dass das neue Wabenwerk direkt mit Faulbrutsporen geimpft werden kann. Wenn die Mittelwände ausbauen müssen, brauchen die am Anfang so viel Futter, dass ich der Meinung bin, auch so besteht da nicht so eine riesengroße Gefahr. Aber diese Völker sind oder in der Nähe von Faulbrutbezirken sind, natürlich sind die Bienen engmaschig auf Faulbrut zu kontrollieren. Sprich Futterkranzprobe und dann sieht man es. Ich habe mit Faulbrut, ich klopfe auf Holz, wenig Erfahrung. Wir haben ja keine Faulbrut bis jetzt gehabt. Meine Proben waren immer negativ. Ich war mal bei der Sanierung dabei. Ich fand es grausam. Und das Problem ist, es gibt Faulbrut-Richtlinien, aber jeder Veterinär will da was anderes. Es ist ein Reizthema, muss ich sagen. So, was steht hier? Kunstschwärme aus Deutschland im Juli. Ich finde Kunstschwärme im Juli finde ich nicht schlecht. Ich finde Kunstschwärme im Juli ist ein bisschen spät. Kunstschwärme im Juni finde ich super. Kunstschwärme im Juli, es geht, je nachdem, wo man wohnt. Also bei mir persönlich ist es überhaupt kein Problem. Wenn ich jetzt auf der Alm wohnen würde, ist es einfach deutlich zu spät.
Was lese ich hier? Schwarm kurz getrennt halten. Schwarm ist da, muss man denen helfen. Ja, man muss denen immer helfen, das ist so. Naturschwarm, bekannter Herkunft. Naturschwarm aus bekannter Herkunft ist ja Quatsch. Also klar, wenn ich jetzt einen Imker habe, der jetzt Schwarmbetriebsweise macht oder der ist zufällig dabei, aber bei den Leuten, die, ganz ehrlich, wenn ich im Imkerverein bin und ich frage, und habt ihr, wie viele Schwärme habt ihr? Die haben alle keine Schwärme, weil die Schwärme gehen raus, wenn die Leute arbeiten. Das kann dieses Jahr ein bisschen anders kommen, aber normalerweise gehen die Schwärme raus, wenn die arbeiten. Zwei Tage später sieht man da nicht mehr viel von. Da sind da genauso viele Bienen drin wie vorher. Und wenn man die Weiselzellen nicht richtig bricht, gibt es dann noch einen Nachschwarm und dann so, also die sind nicht von bekannter Herkunft. Die hängen irgendwo im Baum, man kommt einen Anruf, willst du ihn holen gehen oder über die Schwarmbörse, dann holt man sich den und dann nimmt das Abenteuer seinen Lauf. Man muss auch nicht alles zu sehr verkomplizieren. Ich finde Schwärme zum Anfang super. Die machen total Spaß. Man kann so einen richtig bösartigen Stecher erwischen, man kann ein ganz nettes Volk erwischen, aber man kann auch die Königin später tauschen. Für den Anfang ist das völlig egal. Schwarm, super. Ist eine sehr sichere Art und Weise, mit der Imkerei zu starten. So, was habe ich hier noch? Wir sind aber schon relativ weit, 41 Minuten. Ich wollte noch sagen, Honigraum wird nicht angenommen, weil das kommt jetzt. Das ist jetzt, wird jetzt quasi, alle haben die Honigräume jetzt drauf und die Anfänger haben nur Mittelwände und die Bienen sind, die haben keinen Bock. Die machen unten, machen die alles und gehen bei der Dant hinters Schied und machen da wilde Waben. Bei zweiräumiger Betriebsweise Zander oder Deutsch Normal hüpfen die Bienen in der Kiste, fangen an, unter dem Absperrgitter einen dicken Honigkranz zu legen und Mitte April geht der erste Schwarm raus, weil die nicht in den Honigraum gehen. So, wird's kommen, wird er merken. Da gibt's Tricks gegen, was man da machen kann. Ein Trick dafür ist zum Beispiel, ich habe Schundau, habe ich jetzt nicht vorgeschlagen als Buch, Imkern in der Kunststoffbeute. Schundau würde zum Beispiel sagen, lass das Absperrgitter weg. Lass das Absperrgitter weg, bis die den Honigraum angenommen haben. Wenn die den Honigraum angenommen haben, klopft die Bienen alle runter, setzt den Honigraum wieder auf, über Absperrgitter sicher sein. Königin muss natürlich unten sein, dann ist oben angenommen, dann sind oben Bienen drin, dann ist der angenommen. Weil ihr müsst echt verhindern, egal wie, ist wichtig, also müsst ihr nicht verhindern, aber es ist sinnvoll, das zu verhindern, dass es unterm Absperrgitter eine dicke Honigkappe gibt, weil die signalisiert den Bienen, so, wir sind stark, wir können schwärmen und je nachdem, wie die Genetik ist, machen die es dann auch. Das wird jetzt, wird die Uhr gedreht, also jetzt ist quasi der Startschuss für Schwärmen oder Nicht-Schwärmen, das ist jetzt, passiert jetzt in diesen Tagen oder ist schon passiert, wenn die in der Weidenblüte so richtig viel Nektar ins Brutnest reingepackt haben, dann kriegt man die auch da nicht mehr so richtig raus. Egal. Andere Baustelle machen wir demnächst. Also, Absperrgitter erstmal weglassen. Funktioniert gut. Die gehen dann hoch. Sobald die oben richtig bauen, alle Bienen runter, inklusive der Königin. Absperrgitter zwischenlegen, Honigraum drauf, fertig. Was ihr machen könnt bei Betriebsweisen, wo ihr im Honigraum die gleichen Maße verwendet wie im Brutraum. Ihr könnt oben in den Honigraum zwei Futterwaben reinhängen, angeritzte. Und zwar dicht beieinander, übers Brutnest zwei Stück und den Rest mit Mittelwänden, Anfangsstreifen oder wie ihr da vorgehen wollt. Funktioniert in der Regel sehr gut. Dann gibt es noch den allseits beliebten Trick, Brutwaben übers Absperrgitter zu hängen. Kann man auch machen. Da muss man aber ein bisschen, das ist nicht so, wie man das so sagt, so einfach. Man kann das machen. Dann aber bitte nicht eine Brutwabe übers Absperrgitter hängen mit Stiften drin, sondern zwei Brutwaben oder drei sogar übers Absperrgitter hängen, ohne Bienen, einfach nur leer hochhängen. Die Bienen gehen dann hoch durchs Absperrgitter, den Rest mit Mittelwänden voll machen oder Anfangsstreifen, wie auch immer. Und dann könnt ihr für die drei, die ihr da unten rausgenommen habt, unten Mittelwände reinstecken. Ihr könnt aber auch später, wenn die verdeckelt sind, Ableger aus den Brutwaben machen, dass ihr die nicht schleudern müsst. Ihr könnt auch die Brut einfach auslaufen lassen und die einfach nachher mit schleudern. Das ist auch noch so ein Ding, was sich sehr verändert hat, seit ich angefangen habe zu imkern. Früher war es völlig wichtig, dass man im Brutraum, im Honigraum ehemals bebrütete Waben hatte. Sprich, hellbraune Waben war das absolute Ziel
was man in einem Honigraum haben wollte. Ich lese hier gerade, die aufgeritzten Futterwaben mittig hinhängen. Bitte, mittig übers Brutnest. Einfach übers Brutnest. Die Bienen müssen quasi vom Brutnest aus hochsteigen und sich das Futter holen können, weil sie das ins Brutnest transportieren. Die gehen da hoch, irgendwann kommt Tracht und dann kehrt sich der Futterstrom um, dann kommt der Honig von unten nach oben und dann wird das voll gemacht und dann bauen die oben auch. Funktioniert ganz gut. Ich habe eben gesagt, Brutwaben, bebrütete Waben ernten. War völlig gut und richtig. Das war das Ziel, dass man bebrütete Waben oben im Honigraum hatte, weil die sich besser schleudern lassen, weil die nicht so schnell brechen. Dann kamen die Dadant-Imker und die Dadant-Imker können keine Brutwaben hochhängen oder nur mit viel Aufwand, weil die ja ein anderes Rähmchenmaß haben. Die haben mal Halbrähmchen oben in der Regel im Honigraum. Und dann kam die moralische Überlegenheit, weil man gesagt hat, boah, guck mal, wir haben hier so ganz unbebrütete, reine, tolle Waben. Und das hat sich dann so langsam aber sicher durchgesetzt. Ich persönlich finde, der Honig aus unbebrüteten Waben schmeckt deutlich besser. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin aber der Meinung auch, wenn das für die Bienen gut genug ist, wenn die ihren Honig da reinpacken, ist das für mich auch gut genug. Da ist Propolis drin, die Bienen sorgen schon dafür, dass der Honig nicht schlecht wird. Und wenn ich jetzt zwei Waben habe von insgesamt, weiß ich nicht, 25, die ich nachher ernte, die mal bebrütet gewesen sind, werdet ihr merken beim Entdecken, dass das gar kein Spaß ist im Vergleich. Aber wenn euch das verhindert, dass euch die Bienen quasi im Baum hängen, weil der Honigraum nicht angenommen wird, dann ist es das wert. Meine Meinung, es fällt auch nicht auf. Es ist nicht qualitativ minderwertig, auch wenn euch jetzt, fallen sie mir bestimmt alle um an den Hals und dann ist nicht minderwertig. Es ist einfach eine andere Art, wie sich das entwickelt hat zu Imkern. Ich würde jetzt, wenn ich Rapshonig habe zum Beispiel, möchte ich den wirklich nicht aus bebrüteten Waben haben, weil ich möchte, dass der weiß ist und wenn man mal so eine bebrütete Wabe, nachdem sie dann leer ist, in Wasser zum Einweichen tut, wenn man die ausschmelzen will oder sonst wie, sieht man auch, dass sich da Dinge lösen, die ich nicht im Honig haben möchte. Es ist schon so. Also ich persönlich habe auch unbebrütete Waben im Honigraum, aber man kann durchaus auch mal zwei bebrütete Waben oder Brutwaben in den Honigraum hängen. Und bei Karl Weiß zum Beispiel, bei der Zucht im Honigraum, ist das nötig. Man hängt bebrütete Waben hoch, Weiselnäpfchen dran gesteckt, die Bienen sind weg vom Brutnest, fühlen sich so ein bisschen weisellos, aber nicht so richtig, werden die anziehen und man hat nachher verdeckelte Brutwaben mit einer verdeckelten Weiselzelle drauf. Das ist das, für einen Ableger ist das super. Kommen wir zu, wenn es dann die Zeit ist. Jetzt geht es um den Honigraum. Also, ihr habt drei Möglichkeiten, Absperrgitter weglassen, eine Zeit lang, dann habt die Königin wird hochgehen und wenn die oben ausbauen und die Bienen da bauen, wird die Königin da auch ein bisschen was bestiften. Ihr habt dann auch ein bisschen bebrütete Waben im Honigraum eventuell. Kann euch passieren, muss nicht. Wenn richtig Tracht reinkommt, passiert das nicht. Wenn nicht so richtig Tracht kommt, Leppertracht, so wie jetzt gerade, ist ein bisschen warm, durchaus möglich, dass ihr unten in den Waben so einen Halbkreis ein bisschen was bebrütet habt. Wenn die Brut ausgelaufen ist und da ist Honig drin und verdeckelt, alles super. Passiert nichts. Kann man machen, ist gut, funktioniert gut. Die Futterwaben hochhängen ist auch gut. Wichtig ist, dass man sich die Waben markiert, dass man nicht so eine Apifondertracht hat, weil natürlich kann man den nachher auch schleudern. Aber wenn das eingefütterte Waben sind mit Sirup, möchte ich nicht in meinem Honig haben. Aber um die Bienen erstmal hoch in den Honigraum zu locken, ist das grandios. Und man erstellt dann nachher aus diesen Waben, wenn man Ableger bildet, kommen die mit dabei. Tolle Geschichte, der Ableger hat was zu fressen und kommt am Anfang hin, ohne dass es irgendwie Nektarstrom, also Geruch nach Zuckerwasser, sonst wie es gibt für Räuberei. Gute Geschichte. So, ich habe bis jetzt noch nicht einmal angefangen, wirklich hier in den Fragen zu lesen, nur immer mal so hin und her. Aber ich glaube, das war's, oder? Wir haben jetzt auch 49 Minuten, sehe ich, 19. War viel, oder? War zu viel, ne? War zu viel? Ich gucke mir das gleich nochmal an. Ich glaube, es war zu viel. Entschuldigung, ich muss mich da auch reinfuchsen. Ich wünsche euch jetzt was. An dieser Stelle, wir sehen uns nächste Woche.
Montag, 8 Uhr. Dann mit anderen Themen kommt was. Ich habe buckelbrütige Völker saniert diese Woche. Da werde ich mal ein bisschen erklären, wie ich das gemacht habe. Ihr werdet mir Fragen stellen, die ich jetzt lesen kann. Also ich habe jetzt diesen Chat hier offen. Wenn ich gleich das Ding zumache, ist der Chat weg. Ich kann ihn dann immer noch sehen, aber es ist dann nicht mehr viel. Ihr könnt aber unten in die Kommentare könnt ihr Sachen reinschreiben. Und was noch ist, was ich nicht gewusst habe, wenn wir viele Abonnenten haben auf diesem Kanal, sprich, ich glaube, 1000 ist so die Schwelle, die man haben muss, dann erlaubt mir YouTube auch vom Mobilgerät aus sowas zu machen. Wenn ich das vom Mobilgerät aus mache, dann kann ich das auch mal aus dem Lager machen oder so, weil zum Beispiel, ich wollte heute noch eigentlich machen, Mittelwände richtig einlöten. Weil ich finde es ganz furchtbar, wenn man die Kiste aufhat, da sind frisch ausgebaute Waben drin, die sind alle wellig, weil die Waben nicht vernünftig eingelötet worden sind. Das ist völlig unnötig, ist Verschwendung von Energie und guten Ressourcen. Und man hat nachher doofe Waben, die alles schwierig machen. Wollte ich heute machen, mache ich heute nicht, mache ich nächste Woche. Dann habe ich auch ein Muster dabei. In diesem Sinne, für euch, auf euch. Wir sehen uns nächste Woche. Es ist eine Show. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Möchte ich den Stream wirklich beenden? Möchte ich. Auf Wiedersehen, Jungs.